Ja, und dann habe ich mich doch ein bisschen abgeseilt und bin hier ins Alzertal Einkaufszentrum gegangen, die Nummer 1 der Einkaufszentren hier in Hamburg-Poppenbüttel. Und wir werden gleich hier ein paar Bilder sehen von der Traummodenschau, die es vor kurzem hier gab im AEZ. Und ich habe auch ein paar Stimmen für Sie, also das wollte ich doch meinen Zuschauern nicht vorenthalten. Ich bin heute für Sie im Alzertal Einkaufszentrum. Viel Spaß und hier sind die Bilder. Wer Mode kaufen möchte, kommt am AEZ nicht mehr vorbei. Kann man schon sagen, wie viele Zuschauer heute ungefähr jetzt hier im AEZ bei der Modenschau dabei sind? Ungefähr? Ja, die Aktion heißt ja heute Nightstyle Shopping und ich glaube, dass wir ca. 2.500, 3.000 Menschen zu Gast haben, die einfach einen illustren Abend mit uns verbringen, den Abend genießen, ein bisschen Lifestyle-Happening im AEZ. Gerade mit dem neuen AEZ, in dem wir uns ja jetzt befinden, haben wir sicherlich wieder einen neuen Maßstab gesetzt für Hamburg, für die Shopping-Szene. Und wir sind ja mit diesem neuen Center weit über die Grenzen Hamburgs hinaus bekannt. Und es freut uns, dass wir heute Abend voll Haus haben und sehr viele Leute diese Bummelatmosphäre im AEZ genießen. Wie viele Center betreuen Sie als Bereichsleiter? Also ich bin für inzwischen 92 Zentren der EC zuständig. Ich bin Geschäftsführer für den Bereich Center Management für den nationalen und internationalen Bereich. Das sind im Moment genau 92 Zentren. Das letzte haben wir gerade in der vergangenen Woche in Braunschweig eröffnet. Und etwa 20 Zentren sind zurzeit im Bau und in Planung. Das heißt, die 100 werden wir relativ kurzfristig schaffen. Dürfen wir mal kurz fragen, woher Sie kommen? Ich komme aus Poppenbüttel. Aus Poppenbüttel? Ja, genau. Wunderbar. Und Sie schauen hier die Modenschau im AEZ zum ersten Mal im AEZ bei einer Modenschau? Ja, genau. Ich habe irgendwann hier etwas eingekauft, eine Einladung in die Hand gedrückt bekommen und dann habe ich mir gedacht, ich wohne nun um die Ecke, also gehst du mal hierher und lass mich hier ein bisschen inspirieren und schau mir das an. Sind Sie ganz alleine hergekommen hier? Ja, ich bin ganz allein hier. Wunderbar. Und gefällt Ihnen gut? Ja, gefällt mir sehr gut. Also man ist natürlich jetzt sowieso in diesem ganzen Model- und Modenschauen-Fieber durch Germany's Next Top Model. Und insofern ist es sehr lustig, das hier zu beobachten und selber kleine Kritiken zu üben. Und Sie kaufen auch hier modisch ein im AEZ, ne? Ja, das tue ich auch, ja. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß und nicht länger stören. Noch bei der Modenschau, es ist schon sehr spät, halb zwölf, ja. Der Bereichsleiter, Herr Geiger, ist immer noch da. Ein Wahnsinn, heute Abend ein großer Erfolg. Was sagen Sie dazu? Also ich finde es ganz super, dass wir uns hier im Alzertal alle hier treffen. Ist das auch das, was wir gewollt haben? Das heißt, nette Menschen kommen hier zusammen, die Alzertaler, aber auch die ganze Region hier. Das ist das, was wir wollten, das ist das, was wir uns vorgenommen haben. Und wenn man jetzt, ich habe eben auch auf die Uhr geschaut, wenn wir jetzt sehen, es ist gleich halb zwölf halt und wir haben immer noch eine super Stimmung hier, die Menschen sind immer noch da, ist es etwas, was uns alle Freude macht und es ist also ein gelungener Abend, ein gelungener Tag für uns alle hier. Sie sind ja wahnsinnig viel unterwegs als Bereichsleiter. Welches Gebiet betreuen Sie?
Ja, ich betreue den gesamten Hamburger Bereich, aber nicht nur Hamburg, auch den Großraum Hamburg, das heißt also die Region Norderstedt oben. Es geht aber weiter Richtung Hannover, da sind wir gerade dabei, ein neues Einkaufszentrum in der Innenstadt zu eröffnen. Es geht weiter nach Schwerin und das ist also unwahrscheinlich viel Arbeit, das mache ich aber auch sehr, sehr gerne halt. Also Ihr Chef Alexander Otto weiß jetzt 11:30 immer noch bei der Modenschau. Ja, auch heute hier war. Super, ganz toll, wir haben ihn auch gesehen. Und er weiß jetzt, dass ich noch so spät habe und es sind noch wahnsinnig viele Leute hier, Irrsinn, ne? Ja, und das ist eben das, was wir uns vorgenommen haben und das funktioniert, das geht auf, wenn man eben zusammen mit den Mieterpartnern hier, wenn man zusammen mit Kompetenz und zusammen auch mit Veranstaltung hier so einen Treffpunkt dann installiert, dann ist es das, was die Menschen wollen und das machen wir auch sehr gerne. Sie werden also einen Modetreff wieder hier veranstalten, wie auch in anderen Zentren? Mit ganz großer Sicherheit, nicht wie in anderen Zentren, sondern ganz speziell das Thema AIZ-like dann hier umzusetzen, in einer ganz bestimmten Qualität hier. Und das wollen wir etablieren. Und wenn das unsere Gäste mitmachen, sind wir auf jeden Fall mit dabei halt. Dann wünsche ich Ihnen für Ihre Arbeit noch weiter eine gute, glückliche Hand. Und ich glaube, das haben Sie auch. Ja, okay. Recht vielen Dank. So, hier an der Cocktailbar wird richtig schön geschlemmt. Ich habe hier zwei Damen. Sind Sie das erste Mal im AIZ hier? Nein. Stammgast? Ja. Kann man sagen, wunderbar. Und die Modenschau gefällt? Gefällt mir sehr gut. Da seid ihr nur wegen Cocktail gekommen? Beides natürlich. Ja. Die Freundin hat eben gerade gesagt, ich will nichts sagen, auch Stammgast hier im AIZ? Natürlich. Wo kommen Sie her? Aus Hamburg-Rheinbeck. Aus Rheinbeck. Wir haben hier Edgar Bessen, Star des Wohnsorgtheaters, Schauspieler, überall zu sehen, Altona Theater. Herr Bessen, wie gefällt es Ihnen heute hier? Ja, ich bin ja noch nicht lange hier, also im Moment geht es mir gut hier. Ja. Sie feiern ein bisschen mit, ne? Ja, ich feiere ein bisschen mit. Ja. Interessieren Sie sich auch für Mode? Ein bisschen, hier ist ja eine große Modenschau, interessieren Sie sich auch für Mode? Für Mode, ja. Ich gehe dann zum Schneider und lass mal was nähen. Ne? Wunderbar, viel Spaß. Ich glaube, den Besuchern hat es toll gefallen. Viele sind noch da und es war eine sehr große Ermutigung für das Center Management, dieses zu wiederholen. Die Kommentare der Besucher waren durchweg positiv. Ich denke, das war ein Auftakt zu einer ganzen Serie von solchen Veranstaltungen. Wir sind zufrieden, die Kunden sind zufrieden und ich hoffe, unsere Mieter auch. Dann wünschen wir Ihnen noch eine glückliche Hand und ich glaube, die haben Sie. Ich denke schon, ja. Danke vielmals. Vielen Dank.